Moin Leute, Trimax hier. Es ist soweit. Es gibt hoffentlich die letzte Folge Road to Unreal alleine. 99% Champion. Eigentlich muss man immer, um den Prozent zu bekommen, Top 10 kommen. Aber um Unreal zu kommen, reicht das nicht. Ich muss jetzt Top 10 und einen Kill in Unreal Lobbies, was hart ist. Oder ich glaube Top 5 oder Platz 3 sogar werden, um in Unreal zu kommen. Verliere ich eine Runde, verliere ich wieder viele Prozente, muss wieder Stunden wieder hinspielen. Also, ihr hatet alle ultra heftig rum. Schickt euch mal alle. Das ist die Challenge, dass man als Kackspieler... Ich weiß doch, dass ich ein Silber- oder Goldspieler bin. Wie dumm muss man sein, um sich darüber aufzuregen, dass ich versuche, alleine Unreal zu kommen. Der fightet ja gar nicht, der campt nur. Das unterhält da draußen hunderttausende Leute. Und diejenigen, die das nicht gefallen, es streamen gerade parallel zu mir 1500 E-Sportler. Warum guckt ihr nicht dazu? Wenn ihr das Ganze unterstützen wollt und es euch gefällt, könnt ihr gerne im Itemshop einen Creator-Code eintragen. Das kostet euch nichts und ist mega geiler Support. Das machen über 25.000 Leute. Vielen Dank an jeden Einzelnen. Ich bin immer wieder, ich bin baff, dass das da draußen eine halbe Million Menschen nicht checken. Wir gehen rein. Also, Top 20 muss ich kommen. Top 20, damit ich keine Punkte verliere. Punkte jetzt verlieren wäre Fullbruch. Das wäre voll Arschritze. Da verliere ich viele, viele Stunden. Yo, what the fuck? Hä? Was ist das? Da landen 8 Leute. Da ist nie jemand gelandet. Wie schlecht. Oh ja, Mobility. Gib her das Ding. Das kann nicht sein eigentlich. Hey! Ich bin nur draufgesprungen. Da unten ist auch einer. Was ist das? Ey, ich bin hier immer im AFK-Schneegebiet gelandet, weil hier keiner war. Also hier ist garantiert gelootet. Ist das ein Lama? Okay, ich nehme alles wieder zurück. Unlootet. Oh, doch, nicht das. Da ist eine Hütte. Hier war jemand. Hey, wie krass. Ich weiß es nicht. Ich kann den Mini wegtun, ich weiß auf den Mini. Boah, hier war auch jemand. Oh, 2 Medipacks, ich glaube es nicht. Traum. Oh, eine Sniper. Headshot ist ein Headshot. Egal, welche Seltenheit die Sniper hat. Fuck, was mache ich jetzt? Okay, weg mit der... Oder? Weg mit der SMG, da habe ich gar keinen Nahkampf mehr. Weg mit den Biggies? Ich kann mich nicht entscheiden, ich brauche Heilung. Heilung ist für mich eigentlich das Wichtigste. Ich habe aber keinen Nahkampf, ne? Ja, dann ist es so. Volle Heilung und Mobility. Okay, jetzt wird's schwierig. Was hat der Automat? Jetzt wird meine Entscheidung. Ja, das ist es. Das ist es! So, weg mit den Biggies. Hallo! Ich weiß, was ich machen soll. Ich bin braindead. Was ist das? Sniper weg. Top 20. Keine Punkte verloren. So, Leute, jetzt geht's um die Wurst. Weg mit dem Impuls. Die sind mein bestes Ding. Ich komme mit dem Grappler nicht weg vor E-Sportlern. Die haben meistens auch irgendwie einen Grappler. Reicht, wisst ihr das? Reicht es Top 5 oder muss ich Top 3? Weiß das einer? Mann! Digga, wieso ist das? Das war noch nie so laut. Mit der Shotgun. Naja, wenn jemand in meinem Busch läuft mit der Shotgun. Mit Glück. Bam, bam. 2 Headshots? Ich weiß es nicht. Auch nicht bauen. Das macht alles wieder nur auffällig. Digga, wieso werde ich gejagt? Was soll das denn? Komm, lass mich mal in der Zone sein. Komm schon, mal. Und stopp. Und stopp. Mann! Das hat meterweit nicht gereicht. Boah, alles ausgekauft. Die Schweine. Wieso hat mein Charakter nie Ausdauer? Ich kann nie sprinten, das gibt's doch nicht. Top 10. Geil. Wer sniped auf mich? Oh, Medipack, geil. Oh, ist das ein Sniper? Nee, ist das nicht. Top 7. Hey! Top 5. Vielleicht bin ich drin. Aber mit einem Kill und Top... Oh, das ist dumm aufgeregt. Mit einem Kill und Top 5 bin ich safe drin. Ja! Hör mal auf. Amulett? Das will ich gar nicht. Die sehen mich dann alle. Obwohl es ja aus wie ein Sweat. Vielleicht haben sie Angst. Ah, ich hab das Peter Griffin. Ah ja, okay. Okay, jetzt ist es hier. Jetzt ist es soweit.
Ah ja, okay, okay. Nehme ich. Na gut, da hat er mich. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Aber vielleicht ist es das. Top 5 und ein Kill? Bitte. Ey, bitte, steht da einfach Unreal. Ich muss es haben. Top 5. Ey, ich hab ein. Hundertprozentig. Top 5, ich bin Unreal. Ich bin Unreal alleine. 3, 2, 1. Ist es das? Ja! Holy shit! Platz 10.400! Weltweit! Unreal! Ein Game! Ich bin zu gut! Ich hab's! Ey Leute, Julian Kopp hat mich heute gefragt, ob wir jetzt Duos spielen, dass er mich Unreal bringt. Brauche ich nicht! Das ist es! Zwei Pumps, hahaha. Scheiß auf die zwei Pumps! Nur Unreal-Spieler nimmt zwei Pumps mit. Jetzt können die mir gar nichts mehr. Jetzt kann ich spielen, wie ich will. Ich bin Unreal. Oh mein Gott, ist das geht. Guck mal hier, Schaden an Spielern 300. Gesammelte Materialien 1600. Guck mal hier, das sind alles hier meine Kollegen. Ja, da macht er einen Sniper rein, klar. In der gleichen Liga wie ich. Nur, ich würde sagen, ich bin noch einen Ticken besser als der. Ja, der hat da Schwierigkeiten. Oh, da kommt noch ein Third Party dazu. Ja, ist okay, was er macht. Ist okay, was er macht. 1 gegen 1. Das letzte 1 gegen 1 hätte ich auch gewonnen. Ich wurde nur gethird partied. Ja. Ja, das ist nichts. Macht da ein Fenster oder so. Das ist sowas von 2022, wie der spielt. Da gibt es schon eine deutlich stärkere Meta vom Bauen. Ja, sie sind nicht schlecht. Sie sind nicht schlecht. Es ist okay. Sie sind okay. Sie sind okay. Aber es sind halt auch nur Kollegen von mir. Wir sind alle gleich gut. Wir haben alle den gleichen Rank. Ist in Ordnung. Schon mal an E-Sportler-Karriere gedacht. Ja. Jetzt habe ich schon mal Solo Unreal gehittet. Jetzt geht's weiter in den nächsten Turnieren. Da möchte ich dann offizielles E-Sportler-Earnings mitnehmen. Ich zeige euch jetzt mal für den Kontrast. Da musste ich ja ein bisschen taktisch spielen. Ich zeige euch jetzt mal in einem Solo Unranked. Ich zeige euch jetzt mal einen Unreal-Spieler, Leute. In Normals. Kein Ranked. Lass die Leinen los. Der Unreal-Spieler ist in Normal drin. Es geht los. Die Lobby kann sich warm anziehen. Ja, guck mal hier. Guck dir mal den Kontrast an. Von den einen Lobbys in den anderen. Er tanzt da irgendwie Samba. Alter, die Lobby weiß noch gar nicht, was passiert. So. Ja, guck mal. Habt ihr das gesehen? 13 Damage. Brauche ich seine Mats? Ja, das ist es. Fuck! Ich dachte, ich habe eine SMG. Ich habe sonst immer eine SMG auf V. Dumm. So, 2 Kills schon. Lobby wird aufgeräumt. Der war hübsch. Ja. Was soll er machen? Ist halt nicht Unreal. Oh, der war ja geil. Boah, also die Snipes sind drin. Jetzt mal ohne Witz, die Snipes sind drin. Hä? Medaillon? Wollte ich gar nicht. Dann sehen immer alle, wo ich bin. Ja, okay. Kleines Upgrade jetzt hier. Der Dream Dunker. Wo hab ich den? Also, ich sag's euch, wie es ist jetzt, ne? Ohne Witz. In einer Solo-Runde so ein Ding zu kassieren, ist so bitter. Du bist instant in der Lobby. Kein Mate kann dich reviven. Du kannst nicht gerebootet werden. Du bist raus. Du bist sofort im Ladebildschirm. 5 Kills. Aber ich will mich jetzt hier auch nicht mit den Kills in der Normal-Lobby irgendwie brüsten. Es ist halt free. Kann nicht jeder das Privileg genießen, von einem E-Sportler ausgebildet zu werden. Zwischen Weihnachten und Neujahr spielen sowieso nur so. Ja, clean nehmen wir mit 7 Kills, locker. Haben wir. Hä? Hä, ja, das war ein Headshot. Boah, wenn der getroffen hätte, wäre das ja cremig, ne? Hey, lass dich hier hoch. Der ist wichtig. Das war schon auch ein Quick. Der war schon Quick. Dadurch zieht er das als Quickscope. Aha, noch Medaillon nehmen wir mit. Wieso sammelt er den nicht automatisch ein? Hallo?
ich ja ins Wasser gefallen, Absicht. Hab das extra. Ich hab die Situation ein bisschen so entschärft. Also Fallschaden wäre ich in der Situation zum Beispiel nicht gestorben. Nee, wir bleiben bei dem, was ich gelernt habe. Die Waffe hat mich Anhöhe gebracht, dann soll es die Waffe auch sein. Da ist er lost. Ich hatte jetzt hier gerade nur ein kleines Problem. Meine fucking Schräge war gedreht. Dann bin ich dann auf R gekommen. Aber auch der war recht free. Meine Spezialität ist es ja mit der... Als Unreal-Spieler, das ist so ein bisschen mein Signature-Move. Mit der Tag vollautomatisch zu ballern. So ein bisschen zu pre-firen auch, ja. Das ist schon so meine Stärke. Und hab ihn und komme damit ganz entspannt auf 11 Kills erstmal. Oh mein Gott, der war ja aber wirklich clean. Oh, der war ganz knapp. Oh, das letzte 1 gegen 1. Schön, richtig. Oh, nicht jetzt hier rein, nicht jetzt hier deswegen. Nicht an der Zone, bitte. Einmal raussteppen, dann snipt er vielleicht. Tut er. Zweiter Platz, ist okay. Hat er Zone, gehe ich rein. Gegner hat 2 Kills. Bisschen Zonenglück am Ende, aber sonst... Entspannte Runde, 12 Kills, zweiter Platz. So sieht's im Normal aus. Mache ich mal so ganz entspannt, nur so für Spaß spiele ich die Runden so. Nicht, wenn ich halt Rank pushe. Aber so zum Runterkommen finde ich das immer ganz geil. Kurz Anhöhe gekommen, kurz nochmal im Normal gezeigt, was abgeht. Fertig. Ihr habt jetzt meinen unfassbaren Skill gesehen. Und wenn ihr den in den nächsten Turnieren und den Cash Cups nicht verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren. Da geht's dann wieder im Duo mit Julian rein. Meinung gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss.